Moin Leute, was geht ab und willkommen zu diesem neuen Video hier auf dem Kanal. Heute reacten wir mal aufs zweitletzte Video, ich glaube, von Julian Bam. Das Ganze ist jetzt schon 12 Tage her. Es ist ja unter mir irgendwo da unten. Auf das Ganze werden wir heute reacten, da am Samstag das letzte Video online kommt. Ich weiß, das Video ist jetzt schon ein bisschen länger her, seitdem das released wurde. Wir reacten heute trotzdem drauf, damit wir dann am Samstag, beziehungsweise die Reaction kommt dann am Sonntag online, auf das letzte Hauptvideo dann. Glaube ich zumindest, ist das so, dass das das letzte Video ist. Wenn nicht, berechtigt mich gerne in den Kommentaren, berichtigt mich, glaube ich, in den Kommentaren, ich glaube, so heißt. Wenn ihr in der Zukunft nichts mehr verpassen wollt, ist gerne ein kostenloses Abo und ein Like da. In der ersten Link in der Beschreibung geht natürlich zu Chu. Und ja, sagen wir so, wir gehen rein, das Ganze. So, wir haben wieder auf 4K drauf, auf geht's. Komplett zu laut. Rein geht's. Mixtape 5-2. Wir tauchen ein in die unendlichen Sandmeere von Baklava. An hitzigen Fata Morganas und fieberheißen Dünen vorbei. Oh, Tanzverbot. Warum ist da Tanzverbot? Erstmal aus dem Beef mit Monte Tanzverbot rausgenommen. Reiste ein junger Voyeur aus Singapur auf dem Rücken seines Bandscheibenvorfall geplagten Kamels. Seit tausend und einer Nacht. Wer ist denn eigentlich unter dem Kamel drunter? Weiß das jemand? Acht, nur von eigenen Körperflüssigkeiten genährt, war er auf der Suche nach einer von Schätzen überfüllten Höhle. Das sind aber zwei Leute, das sind zwei Leute. Ja, warte mal, wo sitzt denn der dann drauf? Ach so, lol. Ach so. Hey, tut das nicht übelst weh, wenn der bei irgendjemand dann auf dem Rücken drauf sitzt oder auf dem Nacken oder wo das ist? Wallatin. Ab jetzt konnte man ja. Also, das wusste ich sogar schon, dass es um Wallatin geht. Also, um Aladdin. Ich muss aber auch da wieder dazu sagen, ich habe keine Ahnung von Aladdin. Ich habe das Märchen auch vielleicht nur dreimal oder so gesehen. Ich habe keine Ahnung über das Märchen. Wie gesagt, ich habe generell diese kompletten Disney-Märchen, wie auch schon, wo ich es beim letzten Reaction-Video gesagt habe, ich kenne mich mit den Null aus. Ich habe die fast nie gesehen. Warum bist du eigentlich Kamel geworden? War das so dein Traum? Doch, das kam. Das ist so ein Beruf. Kamel sprach nur in Edoates. Weiter, wir müssen Höhle finden, Mann. For sale. Nur wegen diesem Sultan, ey. Oh, aua, Achtung, Flashback! Au. Mach ich immer so, wenn ich Flashbacks hab. Ah, ein Kunde! Salam alaikum, mein Freund! Ah, Cengiz! Ah. Heute ein guter Tag, um ein Auto zu kaufen. Ja. Komm mit! Dieses Auto kaufen, du kriegst mein Adoptiv. Yo! Wo waren die denn da? ASG Remscheid Autohaus. Tochter aus Deutschland! Und? Deutsche Pass for free? Was heißt for free? Diese Englisch heißt gratis. Ah. Hier, ich habe ein Bild von meiner Tochter. Wollten die da... Ich weiß sowas von, wie das Bild entstanden ist. So, eigentlich... Eigentlich fast dieser ganz low Joke, dass irgendjemand aus dem Team schnell bei dem anderen aufs Blatt, ihr wisst schon, drauf gekitzelt hat. Ich will es jetzt nicht drauf sagen, weil ansonsten würde das Video instant hier gefühlt, was weiß ich, gehypt gestrikt werden. Und dann haben sie das Bild rausgemacht. Ich weiß jetzt schon, wie das Bild gezeichnet wurde. Oh. Ah. Das Automobil, aber Tochter. Ja, ist das so bester Vergleich. Worin irgend so den. So ein Dings. Irgendein AMG? Nee, kein AMG. Okay, wir gehen nicht über, es ist kein AMG. So. Aber erst so komplette Luxuswagen und dann einfach so ein Fiat. So ein alter Trabi. 2 Monate. Wahrscheinlich Trabi. Ich bin halt auch wieder richtig lost unterwegs. Wahrscheinlich ein Trabi. Wahrscheinlich ist das ein Trabi. Egal, ihr wisst, worum es geht. Was heißt das? Fossali. Fossali. Das ist auch Englisch. Heißt günstiger, heißt... Das sind immer unterschiedliche Leute. Gerade eben vorhin waren es irgendwelche anderen Beine. Ah, nee. Es sind die beiden.
aber die haben Sitzplatzwechsel gemacht. Gebraucht, aber Tochter gibt's nicht gratis dazu. Dann nehme ich das. Womit will der Herr denn zahlen? Mit Bild von deiner Tochter. Ah. Kannst du gut verhandeln? Gut Stonks gemacht. Das ist auf beiden Seiten angemalt. Dann soll Gefährt dein sein. Hier, Schlüssel. Cengiz kann halt solche Rollen gut so gut spielen, da kann das halt noch übelst gut von früher. Und weil du so eine gute Geschäftsmann bist, kriegst du das hier for free. Schatzkarte. Du bist hier. Die Wüste. Da unten ist die Höhle. Gezeichnet. Cengiz. Der Ersttest. In die Höhle. Ich komm wieder, wenn ich reich bin. Getrieben von... Hab ich gerade irgendwie den Joke nicht verstanden? Faulheit wünschte er sich nichts sehnlicher als das Herz der deutschen Adoptiv... Okay, die 808 feier ich. ...zu gewinnen, um den deutschen Pass zu erhalten. So war er gezwungen, die sagenumwobene Höhle zu finden, denn zu normal arbeiten war seine Meinung eher... Nee, lieber nicht. Stopp, Rommel, stopp! Rommel! Wir müssen Höhle finden, damit wir nicht mehr arbeiten müssen. Oh, what? Stopp! Scheiße. Stopp! Wir müssen Höhle... Womit kann man gleich nochmal... Wir müssen mal ganz kurz gucken, was da unten steht. Wir müssen das mal richtig langsam machen. So schnell. Warte mal. Hallo Mama? Warte, wir machen das so. Hallo... Lauren Ilmsum, ich kann kein Latein. Achso, ich kann Latein. Ich bin eigentlich kein Kamel, da ich keine Höcker habe. Sag mal, geht's noch schneller? Egal, darum... Achso, warte mal. Da stand irgendwas darum. Vielleicht kannst du mich essen, wenn du Hunger hast. Hallo Mama. Ich möchte irgendwas mit Spanisch. Okay, gut. Okay, gut. Nein, das ist die falsche Geschwindigkeit. Was sagst du? Okay, gut. Nein, ich hab's schon gemacht. Aber wo ist diese Höhle? Ah, da ist die Höhle. Okay, das muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Das wusste ich, dass unsympathisch im Video dabei ist. Dass der irgendwas mit der Höhle zu tun hat. Hallo Höhle. Hallo. Salam. Stimmt, ist ja auch noch Musik. Was das für eine Kleidung? Komm mal näher an mich ran. Hab gehört, du hast Reichtum. Und ich bin arm dran. Und das soll mir leid. Diese Dance-Muster. Ich glaub, du bist krank. Ich will aus der miesen Armut raus, weil brauche diese eine Frau. Und bevor ich sie dem Sultan klau, wollte ich lieb nachfragen, ob du dein Gold noch brauchst. Ich weiß, ich sehe unsympathisch aus, aber heute. Unsympathisch wegen unsympathisch TV. Bin ich, bin da, bin drauf. Komm, Höhle, wenn du dich das brauchst, doch gönn nur eine Sache, sonst will ich dich verdauen. Rommel geht komplett ab. Rommel, hör auf! Hör auf! Ich fress den Besen, warum geht denn das so schnell vorbei? Hör auf! Okay, gut. Okay, ich komm jetzt rein. Das komm jetzt rein. Ein durch die ja, einfach noch weiter. Heime Pforte. Immer der Nase nach schritt Valadin durch die Nasennebenhöhle der Höhle, gefolgt von durch die Nasennebenhöhle der Höhle treuen Begleiter Rommel. Valadin, bist du das? Ey, kriegst du gleich einen Kollaps hin? Mann! Egal. Dicker, du bist so unnötig. Nach 3 Burnouts traf Valadin endlich auch Hilfe. Digga, was bist du denn? Du hast mich zum Leben erweckt. Weißt du, wo Gold ist? Ja, aber ich muss vorher Revi abonnieren. Okay, Mann! Muss vorher Revi abonnieren. Okay, ein Nein hätte genügt. So, und jetzt ganz langsam. Halbe Fliege. Seid oder seid? Das ist hier die Frage. LMAO. Perfekt, haben wir jetzt. Ich habe gerade auf meinem Fernseher das angefangen zu spielen. Egal, machen wir nochmal weiter. Oh.
Also, ich will nicht sagen an das Produktionsteam, aber da bin ich heftiger, also an das Team von Schuh, so eine richtige Firma wäre, so richtiges Kinostudio. Aber da bin ich Besseres gewöhnt. Hier. Achtet jetzt mal auf den Mund von Schuh. Er bewegt sich und sagt eigentlich was komplett anderes, aber jetzt kommt so. Ui. Riecht's ein bisschen nach nie mehr Arbeit. Komm. Oh, ich fress den Besen. Das sind locker mehrere Tausende von Karat. Oh, warte, nein, Flashback. Doch. Nee, es ist dann nicht umgefallen. Nur eine Sache, sonst werde ich dich verdauen. Okay. Ui. LOL. Ist das da unten dieser eine Bär von John? Also, der hatte da doch irgendwann mal. War das von dem Murmeltier nicht da irgendwie so ein Bär? Ah, nee, der Känguru war das, oder? Dicker Gold und nie mehr Das sieht übelst nice aus. arbeiten und Tochter von Sultan klären und dann auch deutsche Pass haben und dann nicht nach Singapur müssen, 2 Jahre lang den Bund dienen. Was macht Ramel da hinten? Der geht verdächtig nah zum Gold hin. Könnt ihr gar nicht gerade eben richtig sehen. Hier, Ramel ist da hinten, der geht gerade verdächtig nah zum Gold hin. Oder dampfen. Einfach Nein, Cam wieder ausgemacht. dampfen nicht gut für Lungen. Genau. Du solltest doch nur eine Sache nehmen. Ramel! Ramel, du Opfer, was machst du nur? Nein, War klar, Ramel. Ramel, du Idiot! Wieso ernährst du mich? Wieso? Die Höhle, sie stand dein! Und an der Stelle bin ich Nicht mal mal wieder wieder komplett komplett raus. raus. Lass jetzt ein Leid da. Nasenlöcher, die kannst du wirklich gut als Höhle nehmen. Ja, okay, ist ja schon gut, ist ja schon gut. Hast du Feuer? Nee. Die beiden waren im Rumpf der Höhle eingeschlossen. Diese vier Beine. Diese vier Beine. Sperrt und ohne einen Ausweg ging den beiden der Sauerstoff aus. Dampfend ahnte Valadin jedoch nicht, dass er an einer Wunderschisha smogte. Und so begab es sich, dass nach 3 Zügen vom Traube-Minztabak plötzlich etwas Magisches passierte. Ey, oh, der Genie, der Genie. Aber das Kostüm sieht extrem geil aus. Lol, das ist die Bierflasche oben auf der Mütze drauf. Du bist ein Genie. Digga, ich war gerade beim Yoga. Ich hab 3 Wünsche frei. Was für 3 Wünsche? Du hast keine Wünsche. Vier? Was für 4 Wünsche, Alter? Ey, das Kostüm sieht extrem nice aus. Presse! 3 Wünsche, okay, 3 Wünsche. Ich bin kein Genie. Was wünsche ich mir? Junge, hör mir zu. Du hast keine 3 Wünsche. Ich bin kein Genie. Ich will Elefant und an seinem Beine Rowley. Er lebt nur von Hanf, sein Der Spitzname. Beat ist ja mal extrem geil. Stony, wäre gern bekannt, dann hätte ich auch ein paar Omis. Scheine auf der Bank, davon wächst und stockt mein Boni. Limonadenstand, Zutat ist THC Brownies. Nie mehr Pizzarand, doch 5 PS5 und Sony. Hey, das ist ja mal der beste Beat. What the fuck? Okay, der Shot gerade war nice. Der Shot war legit nice. Jo, das ist ein übelst nicer Part. John, das ist ein wirklich nicer Part. Entscheide dich jetzt. Deutsche Pass. Was kann ich nicht? Kann ich nicht. Deutsche Pass. Ist zu wertvoll. Ich brauch's wie Dragon Balls für. Deutsche Pass. Hör mir mal zu. Deutsche Pass, viel zu mächtig. Was dann? Bin ich mich frei? Nee. Boring. Deine Mutter. Wie soll ich reinkommen? Wie ein Musikvideo. Und wo ist mein Kamel? Ramel? Ramel ist in der Höhle. Oh nein, Ramel.
auf dein Kamel. Sag mir, was du dir wünschst. Sag! Ja! Ach, jetzt! Sieh hier. Das ist Prinzessin Jacqueline. So, er weiß direkt, um wen es geht. Ist einfach so... Ach, er weiß direkt, um was es geht. Also, dem ist die Ultra-Fame-Geil. Dann 5 Millionen Follower. Oh. Leute, lasst gerne ein Abo da. Komm in die Fresse! War alles schon wieder eine Werbung. Boah! Aber wie komme ich zu ihr? Deutsche Flagge! Voller Euphorie und mit 9 Punkten in der Queenspiel machte sich Valadin auf seiner fliegenden deutschen Flagge auf den Weg Richtung Prinzessin Jacqueline. Sie war bekannt als die hübscheste, reichste und famegeilste Frau in ganz Baklava. Das machte sie traurig und brach ihr Herz, denn sie wusste, dass das eine Lüge war, die keine Lüge war, sondern die Wahrheit. Oh, ich bin so reich, ich hab schon wieder Erdöl gemeint. Was ist das denn? Ist das ein Tiger? Ist das ein Tiger? Wenn das irgendwas mit dem Originalmärchen zu tun hat, dann schreib es mal gerne in die Kommentare rein. Ich wünschte, ich würde nicht mehr so einsam sein, aber trotzdem reich. Ach, Rajan. 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 dieses Seil, was da gerade eben die ganze Zeit über diesen Kopf war, wo der festgehalten wurde. Miau. Miau. Ach, Rajan, du hast immer die richtigen Worte. Oh, was ist das denn? Ist das etwa ein Vogel? Das ist so typisch. Ey, Junge. So, ach, Junge, das ist mir, glaube ich, auch schon mal passiert. Ja, okay, war ein Vogel. Aber was ist das denn? Ah, jetzt kicken die Pilze. Ey, Puppe! Bock auf dem Flug auf Kennenlernbasis? Nee, ich flieg nur Business Class. Aber ich habe 6 Millionen Follower auf Instagram. Okay. Oh. Das wird doch jetzt so ein richtiger... Wir machen jetzt einfach so eine richtige Dings-Stimmung. Ich hab keine Ahnung, wie das Lied eigentlich hieß. Träume werden nun wahr. Egal was du sagst, ich sag ja. Wenn du weg bist, werd ich mich emotional. Ja, aber es hört sich auch übelst nice an. Perfekt. Warte mal, was? Jo, das ist eigentlich übelst ein nice Sicht. Das kann ich gleich so machen für den nächsten Video. Warte mal, was? Zeitschick. 7%. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Smokey. Aber ein nice Easter Egg mit Smokey. Habe ich noch aus dem Mikro geboxt? Oh, das klingt alles total armselig. Ich freue mich drauf. Oh no! Deutscher Pass! Nein! Hol sie dir! Was das? Oh, es war das. Mach was! Was denn? Mach irgendwas! Ja, ich tu doch was! Was denn? Bitte mach doch was! Deutscher Pass! Ich brauche diese. Aber ich bin nicht diese. Ich brauche diese, aber ich bin nicht diese. Ich wünschte, ich wäre Jacqueline. Thomas? Oh, warte mal. Kann ich den dritten Wunsch für mich benutzen? Was wünsche ich mir? Lambo? Rolex?
Nein. Freiheit! Mann, Alter, nein! Ich hab's! BAM-Shop. Hashtag unbezahlte Werbung an der Stelle. BAM-Shop.de. Vergessen und ohne Schuld. Oh nein, Chamel. Wurde Chamel gelassen und lebte von nun an reich, aber auch nicht mehr lange aufgrund von Sauerstoffknappheit im Rumpf der Höhle. Ach, keine Ahnung, liest ja hier ja eh keiner. Das letzte, was es sah, war ein Leuchten. To be continued. Ey, das war ein übelst nices Video. Das war ein übelst nices Video. Jetzt mal Notchuck, das war richtig nice. Das war richtig, richtig nice. Props gehen da auf jeden Fall an der Stelle raus. War ein extrem nices Video. Wenn ihr zukünftig nichts mehr verpassen wollt, auch jetzt an die Zuschauer hier, dann lasst gerne ein kostenloses Abo hier auf dem Kanal da. Lasst gerne ein Like da, wenn euch die Reaction gefallen hat. Ey, checkt auch gerne meine anderen Kanäle aus. Ich habe einen Gaming-Channel, ich habe einen Main-Channel. Logischerweise. Und ja, lasst ja gerne ein Abo da, wenn ihr keine Reactions mehr verpassen wollt. Hier kommen täglich Reactions, Highlights online. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, bis dann und ciao.